NPD nominiert eigenen Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl. Drei von 1240 Wahlmänner hoffen auf Fremdstimmen. Dresden. Die zwei Landtagsfraktionen der NPD, die insgesamt drei Wahlmänner in die Bundesversammlung am 18. März entsenden, haben am Montag ihren Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl präsentiert. NPD-Chef Holger Apfel und die Landtagskollegen Johannes Müller und Udo Pasteurs werden ihre Stimme dem Historiker Dr. Olaf Rose geben. Parteichef Holger Apfel zeigte sich überzeugt, dass wir mit ihm einen Kandidaten gefunden haben, der nicht nur bei unserer eigenen Anhängerschaft beliebt ist, sondern auch darüber hinaus ein hohes Renommee genieße. Und weiter: Weder der Transatlantiker Joachim Gauck noch die antideutsche Beate Glasfeld seien dazu geeignet, eine Position der Souveränität gegenüber der mit der Rettungsschirmpolitik auf die Spitze getriebenen Kompetenzabtretungen an die EU zu vertreten. Rose selbst äußerte anlässlich seiner Kandidatur, er wolle damit seinen Teil beitragen und den Menschen im Land vor Augen halten, dass es eine klare Alternative zur Katastrophenpolitik des herrschenden Parteienkartells gibt. Diese Alternative kann nur die Idee der Nationaldemokratie sein, für die ich mich schon seit vielen Jahren leidenschaftlich engagiere. Rose wurde 1958 im nordrhein-westfälischen Arnsberg geboren und studierte nach dem Abitur Medizin, Sozialwissenschaften, Pädagogik, Germanistik und Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Von 1986 bis 2003 arbeitete er als Archivar, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Instituten und Archiven. Seit Anfang 2007 ist er parlamentarischer Berater der sächsischen NPD-Fraktion in den Bereichen Innenpolitik, Wissenschaft, Hochschule, Kultur und Medien.